Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster am Pfingstmontag. Yay, alle haben noch frei. Aber wir faulenzen trotzdem nicht und werden uns heute hier dem Achterbahntest widmen. Muss ich mal gerade schauen, Under Construction habe ich schon eingegeben. Genau, Debug, denn hier sehe ich direkt schon was, was wir definitiv ändern müssen. Edit Track, genau. Denn da muss ich rein, das muss ich definitiv smooth irgendwie, das muss ich irgendwie hinbekommen. Ja, ist jetzt auch nicht so smooth geworden. Aber gut. Ansonsten das hier. Ja. Es ist wirklich fast zu empfehlen, dass man über alles nochmal drüber geht und das Bestmögliche da rausholt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wirklich. So, wir werden das ja gleich sehen. So, das hier oben ist vielleicht auch ganz interessant, wenn wir das noch ein bisschen... Ja. Gut. Was wollte ich noch? Wo wollte ich noch schauen? Das hier fand ich auch ein bisschen... Hatte ich nicht so gut gebaut. Ich bin echt gespannt. Wir schicken gleich mal die Wagen auf die Strecke. Und dann gucken wir mal. Ich bin auch gespannt, ab wo wir denn die Ketten brauchen. Das interessiert mich wirklich auch. So. Ja. Und zack, jawohl. Genau, hier oben, da wollte ich sowieso nochmal reinschauen. Ja, das ist doch jetzt viel besser. Oh Gott, da ist die letzte extrem eng geneigte Kurve nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den Baum hier, den müssen wir definitiv einmal verrücken. Weil das gibt sonst einen kleinen Crash. So. Gut. Was stellen wir denn auf das gute Ding für Wagen drauf? Wir haben diese Equalizer-Wagen. Diese hier. Ach, sind das dieselben? Ja, anscheinend sind es genau dieselben, die wir auch auf der anderen Bahn haben. Ich mag ja diese Rage-Wagen wirklich sehr, sehr gerne. Die wären natürlich auch interessant. Wenn wir davon mal ganz viele hinhängen. Was fahren denn hier nochmal für welche? Hier fahren die Rage drauf, ne? Wir fahren ja gerade rum. Ja, nee. Hier sind die... Ah, die sind ja kurz vorm Verrecken. Hier fahren die anderen drauf. Ja, dann würde ich fast sagen, dann nehmen wir doch hier die... Dann nehmen wir hier die Rage. Oh Gott. Wollen wir direkt die erste Runde mitfahren? Kann ich, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Hoppala. Looping 1. Oh Gott. Die ist viel zu schnell. Boah. Und dann diese engen Kurven. Aber ich finde sie irgendwie cool. Noch ein weiterer Looping. Also es gibt definitiv deutlich schlechtere Bahnen. Die können wir tatsächlich so lassen. Und wir brauchen ab wo... Ab hier brauchen wir Ketten, alles klar. Edit Track, genau, ab hier. Oder ab hier, reicht ab hier vielleicht schon? Nee, ab hier, es muss wirklich ab hier sein. Genau. So, jetzt müssen wir hier nämlich überall die Ketten durchbauen, ansonsten verreckt uns der Wagen. Das wäre ungut. Hier haben wir auch nochmal Smooth Tool drüber. Ja. So. Und das müsste ja dann an Ketten eigentlich reichen. Hier kriegen wir ja nochmal Schwung drauf. So ein bisschen, zumindest.
Ja, ich würde fast sagen, das können wir jetzt schon so eröffnen, oder? Also ich finde die Bahn eigentlich so ganz cool. Ja, von daher, Place Entrance. Ich habe das aber blöderweise falsch rum gemacht. Ich hätte das andersrum machen sollen. Ja, jetzt müssen wir den Weg nämlich hier rumbauen. Das war ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd, ein bisschen dämlich. Na gut, wir fangen hier mal an. Add Queue. Die Länge. Ich habe keine Ahnung, wie hoch wir hier hinten sind. Das reicht vielleicht schon. So, jetzt müssen wir nur gucken. So, Path. Wir brauchen natürlich ja auch einen Weg für den Ausgang. So, das ist auch eine gute Anschlussstelle eigentlich, um hier dann wieder nach unten zu kommen, um hier den größeren Bereich noch ausbauen zu können, wo wir dann eigentlich ganz gute Sunflare zum Beispiel draufbauen könnten, wie ich finde. Ha, da haben wir wieder so einen blöden Grafikbug. Das schmeckt mir nicht. Ja. Das gibt's doch nicht hier. Naja, es wird wohl so schon gehen. Dum, da, dum, dum. So machen wir das. Und hier bauen wir den Anschluss für den Eingang dran. Interesting hier. Damit haben wir aber im Endeffekt das hier schon fertig. Ich meine, klar, der Eingang ist jetzt noch absolut null dekoriert. Da müsste ich mich jetzt definitiv noch drum kümmern. Incomplete, was ist hier incomplete? Ach so, Add Train. Yay, die Achterbahn ist eröffnet. Eröffnung. Komm, wir beschleunigen mal ein bisschen. Wann kommen denn die ersten Besucher? Die da hinten, die drehen alle ab. Na super. Oh. Wir haben jetzt aber schon wieder ein paar mehr im Park. Ach, da kommen die ersten. Ein paar vereinzelt, die definitiv noch nicht reichen werden, um hier so einen Wagen zu füllen. Aber okay, die ersten sechs sind es schon mal. Es ist nur die Frage, gehen die auch rein? Ja, sie gehen rein. Sehr schön. Ja, die da hinten, die drehen eigentlich noch eher ab. Momentan sind die Besucher noch nicht so angetan von dieser neuen Achterbahn, aber vielleicht haben sie auch noch nichts von der Eröffnung mitbekommen. Jetzt ist die Achterbahn schon losgefahren. Das macht wirklich nur Sinn, wenn wir die komplett von Anfang an mitfahren. Da hätte ich vielleicht davon noch eine Bremse bauen sollen. Na gut. Was? Wie? Der fährt direkt weiter. Was? Okay, jetzt werden es aber schon langsam mehr. Dann kommt das Achterbahn-Feeling auch auf, wenn hier dann geschrien wird. So, nun aber hier. Jetzt fahren wir doch mal mit. Zack. Oh mein Gott, das sieht brutal aus. Wenn man hier in der ersten Reihe sitzt und der Dinge harrt, die da noch kommen. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir müssen definitiv auch irgendwie die Tunnel beleuchten. Das ist nur, wenn wir keine Nacht haben, ist es relativ schwierig zu sehen, was man da wie beleuchtet. Oh Gott. Okay, der Schwung macht weniger aus, als ich gedacht habe. Oh Gott. Wir sind ja auch gar nicht schnell, nee. Oh, das ist ein schöner Moment. Das ist ein richtig schöner Moment. In den Loopings sind wir tendenziell wirklich eher zu schnell. Aber ansonsten fährt die sich eigentlich ganz locker flockig. Genau, so, hier greifen jetzt die Ketten. Also ich finde die cool.
Ich finde die richtig cool. Ich muss sagen, dafür, dass wir die wirklich so schnell gebaut haben, bin ich damit zufrieden. Ja, ich weiß, sie wäre zu schnell fürs echte Leben. Sie wäre viel zu schnell. Das würde kein Kreislauf mitmachen, so schnell durch so einen engen Looping gedrückt zu werden. Aber okay. Ah, sind wir ja gar nicht so schnell. Ja, cool. Die ist doch mal nice, die Bahn. Die ist doch mal richtig nice. Also mir persönlich gefällt sie gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Hier würde ich jetzt vielleicht das Ganze. Ja, ich würde den Eingangsbereich wirklich vielleicht mal so machen, wie hier diese Klohäuschen, die ich gebaut habe. Okay, ja gut, hin, das habe ich ja auch schon so ähnlich gemacht. Müssen wir mal gucken. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich glaube, das machen wir mal so. Ja. Ich glaube, das machen wir wirklich mal so. Okay, müssen wir jetzt halt nur schauen. Ich habe keinen Plan, ob wir das hier irgendwie hinbekommen. Ich habe das hier so dicht in den Abgrund gestellt. Hallo? Ich möchte mal bitte die Strecke anklicken. Yay! Debug, Debug, Debug. Ach, das kann ich nur, wenn sie geschlossen ist. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Na gut, dann haben wir dafür ein bisschen mehr die Freiheiten. Walls. Ich überlege nur gerade, ob ich vielleicht hier unten, ob ich sowas drunter mache. Nee, wisst ihr was? Wir könnten auch sowas drunter machen und dann weiß. Wäre rein theoretisch auch möglich. Aber das muss jetzt halt wirklich eins zu eins parallel zur Achterbahnstation. Ich hoffe, ich bekomme das irgendwie hin. Ja, so weit, so gut. Das hier geht schon mal wieder nicht mehr auf. Das ärgert mich immer. Das ärgert mich immer, dass das nicht aufgeht. Mann. Oh. Ach nee, der guckt so raus an der Seite. Ach nee. Das wird sogar immer heftiger nach hinten. Ach, wie blöd ist das denn? Ja, dann müssen wir da halt einen Stein drüber setzen. Müssen wir da irgendwie eine Kante drüber machen? Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Irgendwie kriegen wir das gebacken. Das müssen wir irgendwie gebacken kriegen. Mir fällt gerade auf. Das ist alles. Das muss alles eins reingesetzt werden. Also das hier zumindest noch. Nein, jetzt hab ich das andere auch gelöscht. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, genau. Das sollte bleiben und das hier muss rein. Ach, das passt sowieso schon. Dann ist ja gut. Jo. Das passt halt hier leider jetzt auch nicht wirklich drüber. Ich das jetzt so ein bisschen. Ah, oh, das müsste ich jetzt auf halbe Höhe setzen. Aber das kann ich nicht, ne? Vielleicht. Ich müsste es hinbekommen. So. Es ist halt dahinter wieder alles windschief. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Weil das hätte rein theoretisch nicht sein müssen. Naja, gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal wieder. Wir haben einen kleinen, aber feinen Anfang für unsere Attraktion. Ich überlege aber noch, ob ich das hier nicht lieber aus Holz doch mache. Wirkt vielleicht doch noch ein bisschen cooler und dass ich hier vielleicht das noch ein bisschen ausweite. Dass das hier nicht so außen durchhängt. Das kommt dann vielleicht doch ein Ticken besser. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann bauen wir hier weiter in unserem Stationshäuschen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit bis morgen. Tschüss!